Bonjour Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute im nächsten Teil von der Einrichtungsvideoreihe möchte ich mit euch ein Steppenbecken einrichten, also eine wüstenähnliche Arena für Ameisen, wo sowohl kleine Kolonien, aber auch schon große Kolonien, vor allem die auch schon Nester haben, einziehen können. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Als erstes müsst ihr euch natürlich mal eine Arena auswählen. Es gibt ja ganz verschiedene, ja, es gibt hier so kleine Boxen, wo man so Schokoschaben oder andere Futtertiere drin bekommt. Aber die würde ich euch für die heutige Arena nicht empfehlen, kann man aber nehmen. Dann gibt es natürlich auch solche Good Morgon Boxen von IKEA, die eignen sich auch immer sehr gut. Das ist eine Möglichkeit. Und es gibt auch noch von IKEA diese Sammlerboxen. Die sind vor allem auch sehr günstig und trotzdem sehr gut und eignen sich wunderbar. Wenn ihr dann eine Box ausgewählt habt, bei mir ist es jetzt die Sammlerbox von IKEA geworden. Die eignet jetzt einfach sehr gut. Dann müsst ihr natürlich erstmal Löcher für die Beckenschlauchverbinder hereinbohren. Da gibt es zwei Größen. Ich persönlich nehme die größere Größe, da meine Schläuche nicht ganz so klein sind und auch die Art braucht ein bisschen dickere Schläuche, die da reinkommen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel die Good Morgan Box nehmt, dann könntet ihr natürlich auch nur mit einem Brennerstift oder so nur ein Loch in die Good Morgan Box für den Schlauch machen, dass das Loch in der Good Morgan Box nicht so groß ist und dann einfach nur den Schlauch reinstecken. Bei der Arena auf jeden Fall, weil schon einiges an Bodengrund rein sollte, habe ich das Loch bzw. die Markierung diesmal etwas höher gemacht, ungefähr, weil da schon einiges an Bodengrund rein sollte, damit ich da auch noch ein bisschen was reinstecken konnte, in den Boden dann, bevor es hart wird. Und dann habe ich hier mit einem Bohrer und einer Lochsäge auch schon das Loch reingebohrt. Ihr müsst natürlich keinen Bohrer mit Lochsäge vorne dran nehmen, ihr könntet natürlich auch so einen Brennerstift nehmen und da das Loch dann reinbrennen oder auch wenn ihr noch eine andere Möglichkeit kennt, auch die. Auf jeden Fall hatte ich dabei den Einstellungen von der Lochsäge 50 mm, weil mein Beckenschlauchverbinder auch 50 mm dick ist und genau, dann war das Loch auch schon nach kurzer Zeit drin. Als nächstes kam dann der Bodengrund rein, da hatte ich hier schon die erste Schicht drin, habe dann aber gemerkt, dass es doch noch ein bisschen niedrig und wenig für die hohen Löcher ist. Und hier kann man jetzt auch nochmal sehen, aus was mein Bodengrund in dem Becken dann besteht. Also zuerst nehme ich so ein bisschen Terrariensand, speziell Wüstensand vom N-Store, da geht auch anderer Terrariensand. Und dann so rotes Lehmpulver, das habe ich mir mal in irgendeinem Terrarien-Online-Shop bestellt. Also das gibt es da sehr günstig und natürlich in der Farbe, in der ihr wollt. Bei mir hat sich jetzt Rot ganz gut geeignet. Das habe ich dann schon mit der ersten Schicht vermischt. Zieht euch da am besten Handschuhe an, die Aufnahmen sind schon etwas länger her, deshalb ja, war ich da noch nicht ganz so erfahren und habe keine Handschuhe genommen, aber macht das lieber. Und dann kam natürlich auch noch ein bisschen stinknormales Leitungswasser ran, dass das Ganze einfach noch ein bisschen feuchter ist und dass man alles besser verteilen kann. Später trocknet das natürlich auch noch, also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass da so viel Wasser ist, das ist später weg. Ja, den Prozess habe ich noch lange wiederholt, bis es für mich hoch genug war. Ihr müsst natürlich auch immer selbst ein bisschen gucken, wie hoch wollt ihr das Substrat, wie hoch habt ihr generell eure Löcher gebohrt und danach müsst ihr natürlich so ein bisschen gehen, aber insgesamt war das Substrat dann schon ein paar Zentimeter hoch. Passt vor allem auch auf, dass ihr auch schön in die Ecken geht, wenn ihr das Substrat verteilt, ja, dass ihr nicht nur in der Mitte das Ganze verteilt, sondern auch schön bis in die Ecken geht, dass das überall gleichmäßig verteilt ist. Und dass dann in den Ecken, wenn das getrocknet ist und das Wasser weg ist, dann nicht plötzlich ganz wenig ist. Dann habe ich auch schon den Beckenschlauchverbinder und den Stopfen befestigt, der natürlich später auch mit einem Beckenschlauchverbinder ausgetauscht wird, wenn mehr Platz vorhanden ist oder mehr Platz gebraucht wird. Und dann ging es auch schon an das Dekorieren. Beim Dekorieren müsst ihr natürlich selbst wissen, wie soll es bei euch aussehen, wie wollt ihr es. Ich kann euch jetzt nur zeigen, wie ich es gemacht habe, wie ich es wollte. Aber ihr müsst es jetzt natürlich hier nicht eins zu eins so nachmachen. Ihr könnt dann natürlich auch euren Style selbst wählen und so dekorieren, wie ihr wollt. Auf jeden Fall kamen erstmal so ein paar Hölzer, dass die Messer, die hier reinkommen, dann später meine Messer Baros, dass die es nicht ganz so schwer haben, zum Beckenschlauchverbinder hochzukommen. Und dann ging es auch schon mit so einem kleinen Steinhaufen weiter.
Ich wollte das Ganze zwar relativ schlicht halten, aber schon natürlich dekorieren. Deshalb kamen als nächstes auch solche Hölzer rein. Die habe ich einfach wie so einen kleinen vertrockneten Holzwald sozusagen da reingesteckt. Und dann ging es natürlich auch schon mit ein paar etwas größeren Holzstücken weiter. Ja, da kam hier noch so ein bisschen was an größerem rein, dass die Messer auch noch ein bisschen was zum Klettern haben und zum Erkunden. Wie gesagt, macht es so, wie euch es gefällt. Macht es mir nicht 1:1 nach, sondern so, wie es euch lieb ist. Dann habe ich auch hier noch so ein bisschen Sphagnummoos reingemacht. Das sollte jetzt aber kein Moos darstellen, sondern mehr so ein bisschen vertrocknetes Gras, was so in Steppen rumliegt oder was da durch die Gegend fliegt. Aber für die Grüne kam dann auch doch noch ein bisschen was Lebendiges rein. Da kam einfach so eine Pflanze noch rein, die doch immer relativ wenig Wasser braucht. Die habe ich dann hier auch noch mit eingearbeitet, dass man halt doch noch so von diesem eher dunklen und kalten noch ein bisschen was Grünes und hat, was ein bisschen mehr aufweckt. Ja, Nüsse oder sowas sind das, die habe ich mal von einem Kumpel bekommen. Und dann kam auch noch so ein Korkstück hier hin. Dann habe ich auch schon ein bisschen die Scheiben gesäubert mit dem Lehm, der dann an die Scheiben gekommen war. Aber das müsst ihr jetzt noch nicht zwingend machen. Wenn ihr das dann alles trocknen lasst, dann geht das sogar noch ein bisschen einfacher, den Lehm wegzubekommen. Und dann habe ich es 24 Stunden trocknen lassen. Das dauert schon seine Zeit, je nachdem wie warm oder kalt es bei euch ist und generell wie die Parameter bei euch sind, dauert das Trocknen länger oder kürzer. Aber nach 24 Stunden sah es dann bei mir so aus. Also das war alles schön hart geworden, der Boden war steinhart, alles war schön fest. Ja, so sollte das aussehen. Jetzt können die Messer da nicht mehr graben, außer es kommt wieder Feuchtigkeit ran und man hat trotzdem eine schöne gestaltete und doch relativ natürliche Arena. Und ich finde, es ist doch ganz ansprechend und schön geworden. Damit die Messer aber jetzt nicht einfach rauskommen, wollte ich mir dann noch einen Ausbruchsschutzrahmen machen, direkt aus solchen Deckeln von den Sammlerboxen von IKEA. Da hatte ich so die Idee und habe das Ganze dann auch direkt versucht. Also ich wollte so ungefähr bei dem Ausbruchsschutzrahmen so ungefähr ein Lineal, zwei Finger ungefähr Abstand lassen, wo dann der Ausbruchsschutz, zum Beispiel Ausbruchsschutzöl oder Talkum, aufgetragen werden kann. Und zuerst habe ich mir dann natürlich mal die Linien eingezeichnet. Teilweise waren auch schon, weil noch an der Seite was war, schon ein bisschen so vorgegeben, wie viel Abstand ich lassen muss. Aber auf jeden Fall habe ich mir erstmal schön alles aufgezeichnet. Als nächstes habe ich das dann noch mit dem Cuttermesser ausgeschnitten. Ja, ich hatte dann ungefähr meine Breite, was ich alles wegschneiden wollte, wo ich dann in die Arena greifen kann. Und das schnitt ich dann alles mit einem Cuttermesser erstmal weg. Das konnte man auch mit einem Brennerstift machen, wäre vielleicht sogar einfacher. Aber den hatte ich gerade nicht da, deshalb habe ich es mit einem Cuttermesser gemacht. Da auf jeden Fall aufpassen, nicht verletzen. Dann hatte ich den aufgeklebt mit normalem Bastelkleber, weil falls doch mal irgendwo eine kleine Lücke ist und der Deckel nicht richtig aufliegt, nicht, dass die Messer dann rauskommen, habe ich den Deckel dann, da wo er halt aufliegt, mit Bastelkleber festgeklebt, dass er immer schön fest drauf ist und da nicht irgendwo eine Lücke ist, wo dann die Ameisen durchkommen und rauskommen können. Jetzt zum Abschluss habe ich dann noch einen Deckel gemacht. Ja, der sollte auch nicht fehlen, ein Deckel mit Belüftung natürlich. Der sollte natürlich jetzt nicht ganz so groß sein wie der Ausbruchsschutzrahmen bzw. der Platz, wo die Belüftung dann reinkommt. Deshalb habe ich da auch erstmal ein paar Linien gezeichnet und die dann auch mit dem Cuttermesser wieder ausgeschnitten. Als das dann auf allen Seiten gemacht war, habe ich dann mit Heißkleber Drosogage auf den freien Platz geklebt. Ihr müsst natürlich keine Drosogage nehmen, ihr könnt auch Metallgage oder sowas nehmen. Passt da einfach auf, dass ihr Gage nehmt, wo, falls die Messer oder generell die Ameisen mal über den Ausbruchsschutzrahmen kommen, dass sie dann nicht durch die Gage rauskommen. Ja, ich habe die dann auf jeden Fall mit Heißkleber draufgeklebt, aber weil man dann jetzt so die Heißkleberflecken sehen konnte, wollte ich das Ganze noch so ein bisschen überkleben
Dafür habe ich mir dann einfach noch Papierstreifen zurechtgeschnitten. Und auch die dann mit Heißkleber nochmal auf der Drohsogage befestigt. Ich finde das einfach optischer ein bisschen ansprechender und da sieht man nicht so diese ganzen Heißkleberflecken. Das finde ich insgesamt ein bisschen schöner. Und fertig war ein Deckel mit Belüftung für die Arena auf den Ausbruchsschutzrahmen drauf. Es ist natürlich nicht ganz so gut wie jetzt zum Beispiel vom N-Store die Qualität, aber ich denke für Do-It-Yourself reicht das vollkommen aus und ist okay. Und so sieht die Arena jetzt aus. Also meine Messer, die waren sehr fleißig und wachsen und wachsen. Jetzt als ich im Urlaub war, haben die auch noch die Arena geflutet, haben die Tränken also geschafft mit dem Sand zu verbinden. Und dadurch war die komplette Arena feucht und sie konnten alles umgraben. Und ja, wie man sieht, ist da jetzt nichts mehr, so wie es mal vor ein paar Monaten war. Und die Arena ist komplett durcheinander gebracht. Ja Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Jetzt vor allem im Winter ist auch eigentlich für jeden hier in der Ameisen-Community die perfekte Zeit, auch mal so eine neue Arena zu machen. Ja, bei den Ameisen ist nicht viel bis gar nichts los. Deshalb, wenn ihr die Zeit habt und noch eine Arena braucht, dann macht doch auch einfach so eine Arena nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und würde sagen, ciao bis zum nächsten Mal.